So versammelt. Aber will kein Bild zeigen. Ah, jetzt wird's Bild zeigen. Fortfahren. Auf der Nebelinsel, auf der der Elfenmagier Ciri versteckt hatte, konnte Geralt sie endlich finden. Doch sie konnten ihr Wiedersehen nicht feiern, da die wilde Jagd bereits auf sie herabstürzte. Sie flohen per Teleport nach Kaer Morhen, wo ihre Freunde sie bereits erwarteten. Ein wunderschönes Kämmerchen. Endlich wieder daheim. So, mal sehen, ob wir uns jetzt noch mehr Zickenkrieg ansehen dürfen. Triss und Yennefer sind ja nicht so gut aufeinander zu sprechen. Zu sehen. Ah. Hier ist Hjalmar. Wie schade, dass Vigi und Fola nicht hier sind. Mal sehen, ob wir noch mehr von unseren Kompagnons hier entdecken. Die wir angeheuert haben. Um uns beizustehen. Da ist Sultan. Du hast sie gefunden. Du hast dein Werkzeug mitgebracht? Ich dachte mir, das wäre bei einer Schlacht sinnvoll. Schwerter schärfen, Rüstungen ausbeulen und so weiter. Hast ganz recht. Danke, Sultan. Und dann werde ich noch etwas Mahakama-Mischung brauen. Die ist so explosiv, dass man sie nur scharf ansehen muss. Schon geht sie hoch wie ein Flammenfurz. Sehr nützlich bei Belagerungen. Würdest du mir etwas anfertigen? Klar, wenn du ein Schema hast. Ich habe viele Schema. Aber die Frage ist, ist etwas davon sinnvoll? Ja, gerade eher so. Nein. Sehr gut, das ist. Wir sind schon gut ausgerüstet. Aber was wir machen können, ist reparieren. Na schön, wir reden später so. Okay. So, jetzt ist es wieder ganz komisch, nachdem ich einen ganzen Tag mit Controller gespielt habe. Jetzt plötzlich wieder mit Maus und Tastatur zu spielen. Das Loch? Bleibt das für immer? Um das Loch machen wir uns Sorgen, wenn alles vorbei ist. Nun tritt zurück, Meister Hexer. Gut, Morsak und Emer, Anada, Valanda. Ja, sag erstmal schocken. Ja. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt eigentlich gerade sind. Aber ja, Kaer Morhen. Aber ich weiß gar nicht, wie hier eigentlich noch kommt bei Witcher. Ich weiß, dass wir noch ganz viele Nebenaufgaben und Textaufträge haben, die wir auch alle noch versuchen zu machen, außer die Gwyn-Sachen. Ich hab's immer noch nicht kapiert. So stinken. Braucht er meine Nachhilfe. Sie ist eine von uns, Geralt. Wir lassen nicht zu, dass sie kriegen. Ah, Lambert, okay. Lambert redet da mit uns. Was gibt es für Fortschritte? Ja, ich krieg das Ding nicht dazu, auch nur einen Bolzen zu schnipsen. Eher macht man mich zum Hierarchen von Novigrad. Doch, keine schlechte Idee. Wobei, ich glaube, dafür bist du zu unfreundlich. Eske. Grüß dich, Wolf. Wir stellen uns auch noch genau in die Flammen. Ich brauche Ruhe. Muss mich vorbereiten. Ja, ist ja gut. Wir lassen dir ja deinen Sinn. Wenn man erstmal verstanden hat, wie es funktioniert. Ja, ich glaube, ich brauche Nachhilfe. Die kannst du mir ja bei Zeiten mal erklären, wenn du magst. Ich glaube, allein werde ich da so schnell nicht durchsteigen. Aber wäre ganz cool, wenn ich das vielleicht für den nächsten Spieldurchlauf irgendwann mal verstehen würde.
Weil ich werde die Witcher-Reihe mindestens noch zweimal spielen. Weil es ja, glaube ich, immer mindestens 2 bis 3 verschiedene Enden gibt, glaube ich. Verbessere mich, wenn ich falsch liege. Also zumindest beim ersten Teil weiß ich, dass es da 3 Enden gibt. Also 3 Wege, sage ich jetzt mal. 3 verschiedene. Sogar eine ganze. Ja, das weiß ich. Wobei, das würde ich mir tatsächlich nicht holen. Einfach, weil es sich für mich nicht lohnt. Was ich echt cool fand, war dieses Pokern im ersten Teil. Das fand ich cool. Das habe ich gern gemacht. Es kommt mir tatsächlich wie eine Ewigkeit vor, dass wir den ersten gespielt haben. Du lässt ihn jedes Mal sinken, wenn du diesen Mann loslässt. Wie schön, euch zu sehen. Ich bin allein losgezogen, aber Wes hat mich aufgespürt. Sie hat darauf bestanden, mitzukommen. Ich sollte dich versohlen, weil du mich nicht um Hilfe gebeten hast. Aber ich hab's unterwegs an Roche ausgelassen. Alte Freunde. Was hat dieser Dreckskerl hier zu suchen? Wir brauchen ihn. Vielleicht hast du vergessen, was er getan hat. Ich nicht. Ich muss Ciri retten. Um jeden Preis. Und Leto hat schon gegen die Jagd gekämpft. Ich stelle auch nicht seine Fähigkeiten in Frage. Für mich lohnt es sich einfach nicht. Ich trau ihm einfach nicht. Da gibt's andere Spiele, wo ich für mich mein Geld. Du bist naiv. Was das schon immer. Normalerweise ist es mir egal, aber diesmal könnte es Wes und mich das Leben kosten. Denk darüber nach, bevor es zu spät ist. Ich werde Leto nicht wegkriegen. Wir bleiben und helfen. Aber den wollen wir nicht im Rücken haben. Ja, dann stellt er sich halt nach vorne, mein Gott. Setzen wir ihn halt in die erste Reihe, euch in die hintere. Mann. Muss man sich immer so anstellen? Das ist wie im Kindergarten. Nee, mit dem will ich nicht spielen. Nee, der ist doof. Er hat mir beim letzten Mal Sand auf meinen Kuchen gepackt. Eine Ziege. Warte. Wie heißt sie ernsthaft? Wie geil, Meckerfritze. Das ist cool. So, ist hier oben noch irgendwer? Hallo. Palim, palim. Die Rolle habe ich nicht gemacht. Ich habe nichts gedrückt. Geralt, geht das schon wieder los? Tun wir schon wieder Dinge, ohne dass ich sage, dass du sie tun sollst? Was habe ich dir beim letzten Mal gesagt über Eigenständigkeit im Spiel? Lebe sie aus, wenn ich nicht spiele. Das war ich jetzt. Fehlt noch wer? Ja. Piri. Geralt? Einst hatte ich Angst vor diesen Übungen. Aha, die ganzen blauen Flecken. Als du Yen und mich auf die Malus-Insel gebracht hast, was ist mit dir geschehen? Was hast du gemacht? Ich bin gereist. Durch Raum und Zeit und verschiedene Welten. Ich habe Häuser aus Glas gesehen. Ich bin am Ende der Welt mit Einhörnern gerannt. Ich habe sogar eine Weile in einem Königreich unter Wasser gelebt. Freiheit. Hat dir immer gefallen. Gefällt mir heute noch. Warum bist du dann zurückgekehrt? Es wurde mir zu viel. Ich bin fast ertrunken darin. Wenn alles möglich ist, ist das bald gar nicht mehr so verlockend. Wie ist es denn so, zwischen den Welten zu reisen? Es ist schön. Schwierig? Zuerst schon. Aber dann klappt es automatisch. Wie beim Reiten. Das würden viele Magier doch sicher gerne machen. Bestimmt würden sie das. Aber Avalach sagt, dass sie weder das Wissen noch das Talent dazu besitzen. Er hat 4 Jahrhunderte damit verbracht, es zu lernen. Und er kann trotzdem nur Portale aufspüren und benutzen, die es schon gibt. Ich gehe wo und wann immer ich will. Vielleicht weißt du es schon, aber wenn das alles vorbei ist, gehe ich nach Kovir. Mit Triss. Nette Gegend dort. Vielleicht kannst du ja seltene Schneemonster jagen. Ein Babegasi oder ein Wendigo. Oder ein, Amarok.
Vielleicht hänge ich meine Schwerter auch an den Nagel. Läuft es wirklich so gut mit ihr? Sogar besser. Eridin hat dich immer wieder aufgespürt. Wie war das möglich? Wenn ich zwischen den Welten wechsle, entsteht dabei eine Art Stoßwelle. Jeder, der entsprechend ausgebildet ist, kann sie spüren. So erklärt es jedenfalls Avalach. Er kann das auch. Dann solltest du deine Macht wohl nie mehr einsetzen. So ist das nicht. Der Impuls ist umso stärker, je weiter die Reise ist. Bei kurzen Strecken ist die Störung kaum zu merken. Ich sollte gehen. Gut, wir reden später. Huch. Hoppla. Ein kleiner Abstecher nach unten. Ich wollte gerade sagen, öffne bei mir mal bitte jemand die Tür. Hab bald Schlüssel verlegt. Eine Illusion. Sei gegrüßt, Geralt. Wirfst du dich für die wilde Jagd in Schalen? Frauen werfen sich nur für sich selbst in Schalen. Stimmt nicht ganz. Wie gut, dass du hier bist. Es ist schön, dich wiederzusehen. Ich hatte dich früher erwartet. Erst bin ich in die andere Richtung gelaufen, dann aber doch umgekehrt. Wieso hast du deine Meinung geändert? Manchmal sollten Frauen ihre Entscheidungen nicht erklären. Das gilt erst recht für Zauberinnen. Seltsame Frau. Wie geht es dir? Gefällt dir Kaer Morhen? Besser als Velen, aber das heißt nicht. Geralt. Na, zur grünen Nonne. Weil ich nicht alles bei dir kaufen kann. ganz viele Schema. Dinger. Ich glaube, da ist nichts bei, was wir brauchen können. Hallo? Sag mir jetzt nicht, das Spiel ist abgeschmiert. Ich weiß nicht, was das Spiel hier tut, aber irgendwie tut es gerade gar nichts. Warum kriege ich dieses Spiel eigentlich immer im Handelsmenü zum Abstürzen? Nein! Komm, tu mir das nicht an. Okay. Ja, gut. Einmal neu starten. Kein Problem. Machen wir gerne. Später aktualisieren. Weh, ich muss jetzt alles nochmal machen. Weh. Auf der Nebelinsel, ja, ich weiß, die Magier Ciri versteckt hatte, konnte Geralt sie endlich finden. Doch sie konnten ihr Wiedersehen nicht feiern, da die wilde Jagd bereits auf sie herabstürzte. Sie flohen per Teleport nach Kaer Morhen, wo ihre Freunde sie bereits erwarteten. So, mach das Ding jetzt zu Ende. Ah ja, klar. Gut, wenigstens muss ich nur das Gespräch mit Kaera noch mal machen. Aber eigentlich können wir uns das auch sparen, weil wir hatten wir ja gerade. Eine Illusion. Ach komm. Zeige. Wirfst du dich für die Frauen werfen? Wie gut? Es ist schön. Ich hatte dich früher. Erst. Wieso? Manchmal. So. Speichern. Ruft alle zusammen. Wir müssen reden.
Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Die wilde Jagd wird bald hier sein. Sie ist hinter Ciri her. Will sie mitnehmen. Wir werden sie aufhalten. Woher willst du überhaupt wissen, dass die Jagd auftaucht? Sie weiß immer, wohin ich mich teleportiere. Und sie bewegt sich blitzschnell von Ort zu Ort. Und wie lautet unser Plan? Wir sind nicht viele, aber ich würde jedem von euch mein Leben anvertrauen. Arbeitet zusammen, dann können wir die Jagd besiegen. Wenn sie angreifen, wird Yen die Festung mit einer magischen Kuppel abschirmen. Die Jagd muss außerhalb der Mauern landen. Wenn sie im Wald verstreut sind, könnten wir kleine Gruppen von Reitern verfolgen. Einen Freiwilligen für die Jagdgesellschaft gibt es schon. Ich bin der Zweite. Ich bin auch dabei. Für mich war Angriff immer die beste Verteidigung. Die Jagd wird versuchen, durch Navigatorenportale in die Festung einzudringen. Gegen diese Art von Magie kann ich nichts ausrichten. Deshalb müsst ihr so viele wie möglich schließen, während ihr im Wald kämpft. Lambert wird Demeritium-Bomben für uns herstellen. Weißt du die Formel noch? Aber klar. Ausgezeichnet. Irgen müsste auch bei den Portalen funktionieren. Ich gebe jedem von euch außerdem noch ein Amulett, das ihr durchbrechen könnt, um unsichtbar zu werden. Aber der Zauber hält nur, wenn ihr stillsteht oder euch langsam bewegt. Wenn ihr hastige Bewegungen macht oder gegen Feinde kämpft, seid ihr sichtbar. Außerdem können sie euch hören und riechen. Wenn ihr auf eine große Einheit stoßt, greift nicht an. Gebt Triss Bescheid. Sie unterstützt euch. Ich warte auf euer Signal. Sobald ich es sehe, lasse ich Feuer auf den Wald regnen. Ciri ist bei dieser ganzen Sache am wichtigsten. Die Jagd ist hinter ihr her und wir müssen sie um jeden Preis verteidigen. Was soll ich machen? Du bleibst im Burgfried. Wenn sie durchbrechen, werden wir alle kommen, um dir zu helfen. Das kommt nicht in Frage. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Deswegen bist du immer weggelaufen. Daran auch keiner. Aber erinnerst du dich noch an den wichtigsten Moment bei der Monsterjagd? Warte auf eine Gelegenheit. Nach der Ratsversammlung gebe ich dir ein Amulett. Wenn du es benutzt, landet ein Feuerball dort, wo du stehst. Für den Notfall. Was können wir sonst noch verwenden? Wenn ihr die Jagd im Wald angreifen wollt, kann ich ein paar Fallgruben ausheben. Nach Art der blauen Streifen. Das heißt? Tief wie die Hölle. Am Boden voller spitzer Pflöcke. Ich habe diese Mahakama-Mischung mitgebracht. Brennt wie knochentrockener Salpeter und klebt einfach an allem. Wir füllen ein paar Fässer, stellen sie in einen engen Durchgang und jagen sie im richtigen Moment hoch. Weißt du, dass wir hier auf einem riesigen Gasvorkommen stehen? Tun wir das? Ich könnte Spalten im Boden öffnen und Explosionen erzeugen, aber das müsste ich vorbereiten. Es gibt noch das Labor und die Werkstatt. Vergesst eins nicht. Unsere Ressourcen sind knapp bemessen, unsere Zeit noch knapper. Wir müssen überlegen, welche Waffen gegen die Jagd am nützlichsten sind. Das stimmt. Wir müssen dem Labor und der Werkstatt jeweils einen Waffentyp zuweisen. Wer möchte das Labor benutzen? Ich habe angefangen, Tränke zu brauen. Das würde ich gerne beenden, wenn ich darf. Ich könnte noch mehr von diesen Hexerfallen vorbereiten, aber dazu bräuchte ich die ganze Laborausrüstung. Ja, was ist besser? Tränke oder Hexerfallen? Fallen sind ja an sich gar nicht so schlecht. Aber Tränke könnten uns halt ja auch helfen. Geht. Ich kann mich nicht entscheiden. Wir benutzen seit jeher Tränke. Wir brauchen so viele wie möglich. Reden wir über die Werkstatt. Ich wollte die Mauer reparieren. Aber wir brauchen das Werkzeug auch, um die Trümmer aus der Schmiede zu schaffen. Trümmer? Weißt du das nicht? Vor ein paar Jahren ist das Dach eingestürzt. Hat ein paar exzellente Schwerter begraben. Die könnten wir gut gebrauchen. Die Mauer ist genauso wichtig. Wenn sie hier durchkommen, ist die Belagerung schnell vorbei.
Neues Prügelwerkzeug. Ja. Ja. Wir brauchen Waffen, die die Rüstung in der Jagd durchschlagen. Ja. Räumen wir die Schmiede aus. Wir haben keine Zeit, noch viel mehr zu tun. Alles erledigt? Nee, wir möchten nichts ändern. Glaube ich. Ja, erledigt. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. An die Arbeit. Pass auf, am Ende stehen sie schon vor der Tür. Yennefer erschafft eine magische Barriere, um den Hauptansturm zurückzuschlagen. Das sollte sie in den Wald treiben. Dort warten Lambert, Geralt und Leto. Am Ende stehen sie nur zu zweit vor der Tür. Wir benutzen das Demeritium, um die Navigatorenportale zu schließen und möglichst viele Krieger von der Festung fernzuhalten. Triss wartet auf ihr Signal und gibt den Reitern dann Saures. Alle anderen werden gegen die Gegner kämpfen, die es bis in die Festung schaffen. Immerhin nicht alleine. Falls etwas schief geht, geben wir den äußeren Hof auf und ziehen uns in den Burgfried zurück. Ich habe das Gefühl, das Ganze geht nach hinten los. Ich meine, ich kann mich auch täuschen, aber... Ciri darf Eredin nicht in die Hände fallen. Das ist das Wichtigste. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Sehen wir uns den Plan der Festung an und überlegen uns die Details. Oh, ich muss nicht noch mehr planen, oder? Bitte. Bin ganz schlecht darin. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir etwas Wichtiges vergessen haben. Denk einfach nicht dran. Genau das denke ich nämlich auch. Oh, irgendwas... Komm. Was ist fertig? Wir hatten wenig Zeit zum Vorbereiten, also nicht viel. Deine Tränke. Ich mache mir Sorgen. Wir haben zu wenige Schwerter aus Meteoritenstahl. Genug für alle. Hier, Wesemir hat das für dich aufgegabelt. Eine Gnomenklinge. Die Parierstange ist Elfenhandarbeit. Schneidet durch jede Rüstung wie durch Butter. Danke für alles. Ich sattle die Pferde. Komm, wenn du bereit bist, in den Wald zu reiten. Wir nehmen Leto mit. Du kennst meine Meinung. Oh, eure Meinung ist mir eigentlich regelrecht egal. Wisst ihr das? So, ja. Waffen, ne? Das hier. Das ist noch halbwegs gut. Schicksal, ja. Das. Warum ist eigentlich meine Armbrust schon wieder nicht ausgerüstet? Das hat die schon wieder da drin verloren. Chance auf Einfrieren. Rüstungsdurchbohrung. Guten. Angriffskraft. Das ist irgendeine Rüstung, die vielleicht noch oder stärker ist. Nein, natürlich nicht. Ich erwähne, dass ich minimal nervös bin. Verlegene Schwalbe. Yeah.